Ja, also moin an alle. Heute geht es in unserer Session um Zusammenhalt im digitalen Raum fördern, Erfolgsfaktoren virtueller Formate. Wer sind wir? Freya, machst du starten? Ja, genau. Mein Name ist Freya Schlappkohl. Ich bin als Beraterin und Projektleiterin von Montour Partner Communications tätig. Mittlerweile auch schon gefühlt sehr, sehr lange, aber eigentlich noch gar nicht so lange unterwegs in dem Bereich. Mein persönlicher Hintergrund ist im sozialpädagogischen Bereich und habe dann auf die Seite der internen Kommunikation und Change gewechselt. Aufgrund meiner großen Leidenschaft für diese Themen, Mitarbeitende zu befähigen, zu begleiten und gerade auch in diesem virtuellen Kontext so zu befähigen, dass sie gut arbeiten können, dass sie auch das Miteinander finden und es nicht verloren geht. Genau, und da habe ich mit Jens an meiner Seite einen tollen Partner gefunden, mit dem wir solche Themen wirklich super gut voranbringen können. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Also ich, Jens Appel, Senior Advisor, Head of Digital Workplace und Teamlead bei Montour Partner Communications. Noch nicht so lange da wie Freya, seit März, relativ frisch in der Beratung. Ja, und ich kümmere mich, wie es der Name schon sagt, um digitale Themen, um den Digital Workplace, so heute auch das Format und immer von der Kommunikation her betrachtet. Ja, und vorher war ich rund 15 Jahre in Unternehmen tätig, unter anderem bei Axel Springer, der Deutschen Bahn oder Sparkassen Finanzgruppe und habe da digitale Kommunikation oder Journalismus vorangetrieben. Jetzt zur Agenda und vielleicht auch während wir in die Agenda gehen. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen, indem ihr diese schreibt. Wir können aber auch euer Bild, wenn ihr das so mögt, auch freischalten und euer Ton und wir können tatsächlich live kommunizieren. Ich sehe es jetzt nicht, weil ich hier PowerPoint sehe, aber Freya würde euch freischalten, wenn ihr das so mögt. Ne? Wir würden mit einer Einstiegsrunde starten oder Freya, dann gehe ich kurz in den Faktencheck, dann zeigen wir euch Ziele der virtuellen Formate, die Formate im Überblick, im Setting, welche Tools es gibt. Und dann gibt es noch so eine Checkliste als Zusammenfassung und Abschluss in dieser Runde. Ja, Freya, jetzt du. Genau, wir wollen mit euch Teilnehmenden einen ganz kurzen kleinen Einstieg machen und ihr sitzt sicherlich auch schon mindestens ein paar Monate alle im Homeoffice, so zumindest anteilig im Homeoffice und kennt viele von euren Kollegen, genau wie viele von uns irgendwie nur bis hier, also das heißt höchstens bis zur Brust. Jens und ich haben gerade festgestellt, es gibt von uns auch Füße. Ich zeige das mal, so sehe ich an meinem Arbeitsplatz aus. Ich habe Puschen an und all sowas, Jens gestreifte Socken, all sowas sieht man in seinem Arbeitsalltag doch relativ wenig, weil alles virtuell ist. Wir haben euch rechts an der Seite im Bereich Umfragen eine kleine Umfrage hinterlegt, denn wir würden gerne wissen, wenn diese Voices in Präsenz stattfinden würde, das heißt in Chemnitz vor Ort, wie lange würdet ihr als Anreise brauchen? Wir haben hier drei Antwortmöglichkeiten: länger als 3 Stunden, länger als 1 Stunde oder kürzer als 1 Stunde. Wer mag gerne einmal abstimmen, dann könnten wir sehen, wie lange wir dafür bräuchten, um uns wirklich mal in Präsenz zu sehen. Ja, wir sehen schon ein paar Stimmen. Oh, super. Es sind schon 27 Stimmen, die länger bräuchten als 3 Stunden. Das zeigt auch ganz klar richtig toll, dass wir solche virtuellen Formate nutzen können. Denn dadurch ist die Community hier wirklich so groß, wie sie ist. Und deswegen können wir so viele tolle Inhalte gemeinsam teilen. Das wäre in Präsenz vielleicht manchmal gar nicht so einfach, um eine Anreise auch in dem Rahmen zu verringern. Dann gehe ich mal in den Faktencheck. Und zwar hat Microsoft eine Umfrage gemacht über den sogenannten Work-Trend-Index. Und zwar 30.000 Mitarbeiter und Führungskräfte in Summe befragt in 31 Ländern. Und das sind die 7 wichtigsten Trends, die dabei herauskamen. Also die flexible digitale Zusammenarbeit wird bleiben. Also so wie wir jetzt hier miteinander agieren, das wird zukünftig Bestandteil der Arbeit bleiben. Oder man könnte auch sagen, so wie es vor Corona war, wird es nicht mehr werden. Führungskräfte verlieren den Kontakt zu Mitarbeitenden und brauchen einen Weckruf. Bei der Befragung kam heraus, dass Führungskräfte ja mit der Arbeit zu Hause im Homeoffice oder nicht im Büro besser zurechtkommen als Mitarbeiter, die keine Führungskräfte sind. Und bei Singles kommt es teilweise noch schlechter, kommt man noch schlechter in der Umfrage weg. Soll heißen, dass teilweise die Führungskräfte diesen Blick gar nicht haben, was passiert, weil es sie nicht so stark betrifft. Und deswegen ist es wichtig, dass sie das berücksichtigen, in der Arbeit berücksichtigen und auch beim digitalen Führen.
Ich glaube, beim dritten Punkt, da kann jeder ein Lied von singen, beziehungsweise merkt es, die Produktivität steigt tatsächlich, aber eben auch gleichzeitig die Erschöpfung. Es findet halt weniger Dialog, weniger Flurfunk, weniger miteinander statt, vielleicht in der Teeküche oder auch woanders. Dafür ist man sehr produktiv. Und dadurch, dass man die ganze Zeit aber dabei auf den Bildschirm schaut und vielleicht weniger von draußen mitkriegt, durch den Lockdown natürlich noch verschärft, führt das zur Erschöpfung. Und das heißt eben, dass man selbst auf sich ein bisschen achtet, aber die Führungskräfte oder die Firmen das auch berücksichtigen. Die Generation Z ist gefährdet und muss neu ermutigt werden, soll heißt, das ist ja eine Generation, die jünger ist, ins Berufsleben einsteigt und das eher so gerade mitkriegt, wie es jetzt ist und hat sozusagen nicht einen Status von längerer Berufserfahrung, von der man profitieren kann, vielleicht auch von dem Netzwerk. Das heißt, es muss berücksichtigt werden und vielleicht findet ein Onboarding in anderer Form nochmal statt. Und gerade diese schrumpfenden Netzwerke gefährden die Innovation oder soll heißen, umso mehr Austausch man hat, umso mehr Inspiration bekommt man auch und das fördert eben die Innovationskraft. Und am Anfang ist man vielleicht produktiver, man hat mehr Austausch, das nimmt aber nach und nach ab, laut der Studie. Authentizität fördert die Produktivität und das Wohlbefinden. Ja, das letztendlich, was man hier jetzt sieht, ist, wir haben gerade Socken gezeigt, wir haben Beine gezeigt. Bei Freya ist es so, da sieht man teilweise auch eine Katze, bei mir sieht man Kinder. Das macht das Ganze persönlicher und auch vielleicht, dass technisch mal nicht alles perfekt funktioniert wie hier. Das schafft halt Authentizität und automatisch aber auch Wohlbefinden. Und wenn man sich wohlfühlt, ist man auch produktiver. Ja, und der siebte Punkt letztendlich, Talent ist überall, auch in der hybriden Arbeitswelt, soll mehr oder weniger heißen, dass Jobs vermutlich zukünftig auch remote oder komplett remote stattfinden und dass es nicht mehr so entscheidend ist, dass man in der Stadt wohnt, in der man den Job hat oder in dem Ort, in dem Land vielleicht sogar auch. Das wird halt zukünftig deutlich zunehmen. Also Unternehmen überlegen sicherlich, brauchen sie noch die großen Büros und Mitarbeiter genießen auch diese Flexibilität und es führt auch schon teilweise zu einer Stadtflucht, beziehungsweise sagen viele Trendforscher, das wird dahin gehen. Was sind die Learnings daraus? Also, dass man einen Plan erstellt, um die Mitarbeitenden für die neue Flexibilität zu befähigen. Das heißt, wie man mit diesen Tools umgeht, aber wie man auch arbeitet, ist eben wichtig. Das sind zwei Aspekte, nicht nur der technische, sondern auch der kulturelle, kommunikative. Und dass man natürlich auch in den Raum und die Technologie investiert, um den digital zu verbinden, soll heißen, wenn man wieder bedenkenlos in die Büros zurückkehren kann oder auch jetzt in die Büros geht, wird es zu Situationen kommen, wo Mitarbeiter im Homeoffice sind, so wie jetzt, oder mehrere Mitarbeiter im Büro und damit die Kommunikation unter allen gleich verteilt auf Augenhöhe stattfindet, kann man in die Technik im Meetingraum so investieren, dass es besser funktioniert. Beispielsweise fällt dann eine Kamera, die automatisch fokussiert oder auch, dass die Hardware generell in dem Meetingraum so abgestimmt ist, dass man nicht 15 Minuten oder eine halbe Stunde vorher braucht, um die einzurichten. Und Learning natürlich auch, dass man wieder beginnt mit dem Wiederaufbau von Zusammenarbeit, dem sozialen Kapital und der Kultur. Man verliert ja so ein bisschen die Marken und die Unternehmensidentität und dass man dort investiert letztendlich, um das auch hybrid hinzubekommen. Und vielleicht mit dem letzten Punkt, mit dem abschließenden, dass man auch vielleicht nochmal den Recruiting-Prozess überdenkt und vielleicht sind andere Qualifikationen zukünftig gefordert, nicht nur die fachlichen, technischen vielleicht, sondern auch die kulturellen. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen, wenn ihr Feedback habt. Ne? Ziele der virtuellen Formate. Also, vorher ist es immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was ist denn das Ziel meines digitalen virtuellen Formats? Also vielleicht ist es die Zusammenarbeit über Microsoft Teams, vielleicht ist der Austausch, Dialog hier oder auch Information und Wissenstransfer, wie auch hier. Es kann aber auch die Beziehungsebene oder das Zwischenmenschliche sein, was ein Ziel ist, um in den Austausch zu gehen. Was
eigentlich selbstverständlich ist, aber trotzdem nochmal genannt ist. Natürlich geht es auch darum, Distanzen zu überwinden, was wir hier, glaube ich, exemplarisch sehr gut hinkriegen, weil es momentan völlig egal ist, wo wir gerade sind. Dann die virtuellen Formate im Überblick, sicherlich noch ergänzbar, also vielleicht das reine Meeting-Format, ein Workshop, ein Webinar, ein informelles, spielerisches Kennenlernen, vielleicht ein Blind Date, ein Mystery Coffee, ein Coffee Date, eine offene Sprechstunde. Es könnte aber auch ein Live-Event sein, wie ein Webcast, ein Townhall-Meetings, was auch sehr, sehr gut über Microsoft Teams funktioniert. Ein Live-Ereignis, so heißt es dort, wo man mit mehreren hundert beziehungsweise tausend Mitarbeitenden oder Kolleginnen und Kollegen ein Event haben kann oder generell auch Events digital oder eben auch hybrid. Das virtuelle Setting. Und zwar ganz wichtig hier eine Checkliste vorab. Bevor man in das Meeting geht, sich vielleicht einen Ablaufplan zu erstellen und sich aufs Wesentliche zu fokussieren. Hier bei dem Vortrag haben wir gesagt, okay, das ist eine gewisse Anzahl von Folien. Wir haben besprochen, wer spricht natürlich auch, welche Inhalte wollen wir vermitteln. Aber das ist je nach Meeting natürlich unterschiedlich. Und unsere Erfahrung ist, dass bei digitalen Formaten die Vorbereitung ein bisschen aufwendiger sein sollte, nicht nur sich um mit der Technik vertraut zu machen, sondern um die Inhalte didaktisch auch gut rüberzubringen. Vielleicht sollte man virtuelle Methoden und Verhaltensregeln an den Anlass anpassen. Das heißt, teilweise ist es sinnvoll, noch einen Moderator dabei zu haben oder am Anfang zu klären, man stellt die Fragen per Chat oder man hebt die Hand, wenn man eine Frage hat, je nachdem. Ton, Licht, Hintergrund und Kamera checken. Auch nochmal ein Punkt, um letztendlich auch sichtbar zu sein. Natürlich immer je nach Möglichkeit. Ne? Wenn man im Homeoffice ist, heißt das nicht immer, dass man die perfekten Rahmenbedingungen hat. Und natürlich sollte man die Stabilität der WLAN-Leitung checken. Bei uns ist es Standard, wenn ich solche Meetings habe wie jetzt, dass kein Netflix nebenläuft. Und Störquellen entfernen, das kann eine Klingel sein. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich die ausgestellt habe. Ich glaube, ja, bin mir aber gar nicht sicher. Smartphones habe ich ausgestellt. Katze, Kinder, also Kinder sind gerade nicht hier. Katze, Freya, weiß ich gar nicht. Die, vermutlich kannst du das gar nicht kontrollieren. Na, ich grätsche einmal ganz kurz rein. Die Lara Fuchs hat noch in den Chat geschrieben, alle Störquellen entfernen klingt irgendwie utopisch, wenn man so die letzten Monate bedenkt. Ein guter und relevanter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich vor allem dieser Störfaktoren, auch die Jens gerade genannt hat, einfach bewusst zu sein, sie so gut wie möglich zu minimieren. Und selbst wenn es Störfaktoren gibt, es funktioniert mal das Mikrofon nicht oder im Hintergrund ist ein Rauschen zu hören oder der Postbote klingelt dann doch mal, dass man dem mit bewusster Gelassenheit entgegentritt, denn wir sind meistens alle im Homeoffice, da sind Störfaktoren, die wir im Büro haben, nochmal ganz andere. Wir sollten uns dafür Zeit nehmen und das auch immer einplanen. Also wenn ihr Meetings und Veranstaltungen plant, nehmt euch am Anfang und am Ende bewusst nochmal ein paar Minuten, um gut in das Meeting reinzustarten oder dann auch am Ende gut zu enden. Ja, ja, stimmt. Also letztendlich würden wir den Titel hier anpassen, in möglichst Störquellen entfernen. Ich habe jetzt Glück, dass meine Kinder jetzt gerade nicht hier sind, aber ansonsten sind die schon mal im Meeting dabei und freuen sich, wenn sie dann hier was sehen, ne, und mal winken dürfen. Bei größeren Veranstaltungen ist der technische Faktor noch ein wichtigerer, dass man die vorher prüft. Wir haben es vorher geprüft, das als Hinweis, aber es funktioniert dann trotzdem nicht immer, einen Probelauf der Technik durchzuführen, also Browser, Hardware. Und bei größeren Veranstaltungen vielleicht einen Ansprechpartner zu haben. Jenny habt ihr am Anfang gesehen, Jenny ist hier unsere Ansprechpartnerin. Und dass wir uns natürlich vorher briefen, wenn es einen Moderator gibt oder mehrere Teilnehmer. Bildlicht. Und zwar ist es so, dass es halt einen Unterschied macht, wie man in die Kamera spricht. Also es kann einmal sein, dass vielleicht die Lichtverhältnisse nicht ideal sind mit dem Schatten, aber die Kameraperspektive auch eine Rolle spielt. Ich habe jetzt das Notebook ein bisschen hochgestellt, sitze hier auf dem Hocker, so dass ich so ungefähr auf Augenhöhe in die Webcam gucke. Und ich versuche tatsächlich auch immer in die Webcam zu gucken, obwohl ich hier einen zweiten Bildschirm habe.
weil das tatsächlich eine ganz andere Wirkung hat. Ich kann jetzt hier gerade parallel nicht sehen, wie ich wirke. Ich hoffe, es passt so. Und dass man vielleicht noch ein bisschen Platz hat oben zum Bildschirmrand. So wäre die Idee. Jetzt hätte man bei Microsoft Teams, hätten wir es darüber gemacht, wunderbar aufs Handy umschalten können. Sehr pragmatisch. Was bei uns zeitlich nicht mehr geklappt hat, man hätte theoretisch jetzt auch einfach noch einen weiteren Teilnehmer hinzufügen können bei Hopin und vielleicht mal zeigen können, wie es hier vor Ort aussieht. Bei der Gestaltung ist es so, ihr seht jetzt tatsächlich real unseren Hintergrund hier. In Microsoft Teams ist es so oder auch bei Zoom und anderen Tools, dass man einen virtuellen Screen haben kann und hier einfach mal die Vor- und Nachteile beider Varianten gegenübergestellt. Also beim virtuellen Screen ist es so, dass man natürlich, wenn es nicht aufgeräumt ist, Persönliches sozusagen weglassen kann. Dass man mit dem Firmenhintergrund, Logo natürlich auch die Markenidentität zeigen kann und dass man vielleicht auch im Hintergrund es passend zur Veranstaltung machen kann. Nachteil ist, das Ganze ist eindimensional, der Ausschnitt funktioniert nicht immer perfekt, die Kleidung muss vielleicht noch passend sein zu der Farbe des Hintergrunds und wenn das zu viele gemacht wird, also zu viele Hintergründe gewählt werden oder vielleicht nicht passende sind, dann wirkt das überfüllt oder vielleicht hat der Hintergrund auch eine falsche Aussage zum Event. Und was man auch nicht vergessen sollte, es hat auch einen erhöhten Datenverbrauch. Also allein für die Internetverbindung, also für die Stabilität, aber generell wird auch mehr Strom benötigt, um so einen Hintergrund zu zeigen. Und ein realer Hintergrund schafft Tiefe im Raum. Man hat indirektes Licht im Hintergrund und das schafft Wärme, es ist mehrdimensional und schafft mehr Nähe und Persönlichkeit, weil ihr so ein bisschen seht, wie ich jetzt oder wie wir jetzt hier wohnen. Klar, Nachteil ist, dass da persönlicher Einblick gegeben wird, dass die Hintergrundausleuchtung vielleicht auch nicht immer ordentlich ist und bei unruhigen Hintergründen, also ich schwenke jetzt mal nicht, dass vielleicht auch unaufgeräumt wirkt oder ablenkt. Beim Ton ist es so, das haben wir jetzt ja wirklich praktisch gezeigt, das Ganze wird ja auch aufgezeichnet. Für die Nachwelt ist es so, dass man darauf achten sollte, dass der Ton gut ist. Man kann das in einem Ansteckmikro wie auf dem Bild machen. Ich habe AirPods hier drin. Real ist es tatsächlich gerade witzigerweise eine Mischung. Ich höre auf den AirPods und spreche sozusagen ins Notebook hinein. Aber da kann man ein bisschen mit rumprobieren und die Tonqualität tatsächlich deutlich verbessern, gerade bei größeren Veranstaltungen, nicht unwichtig. Oder wenn es Umgebungsgeräusche gibt, schafft man das teilweise über Kopfhörer, dass man konzentrierter miteinander sprechen oder arbeiten kann. Bei der Nutzung von Tools ist es so, dass man vielleicht über eine Systemlösung erstmal schaut, was ist das Richtige für mich. Hier ist es jetzt Hopin. Microsoft Teams ist sehr, sehr verbreitet, auch ergänzt um die Live-Events. Es gibt Zoom, GoToWebinar, Miro, was eher so einen Workshop-Charakter hat, wie man es auch von den Flipcharts kennt, aber da geht auch noch deutlich mehr. WonderMe, GatherTown sind Tools, wo man sich vielleicht so ein bisschen informell kennenlernt und austauscht. Das war ein Überblick. Wichtig ist in dem Fall, dass man das Ganze ergänzen kann. Und da kann man letztendlich Sachen in der Plattform nutzen, also Microsoft Forms beispielsweise ist Teil von Office 365 und so kann man eine Umfrage in Teams starten, ohne die Plattform zu verlassen. Wenn man Mentimeter, Doodle oder etwas anderes nutzt, muss man aus der Plattform rausgehen. Wenn es eine PowerPoint-Präsentation ist, gibt es teilweise Add-ons, dann bleibt man in der Plattform. Es kann also Medienbrüche geben. Um Gruppenarbeit, digitale Flipcharts zu ergänzen, kann man das Microsoft Whiteboard nutzen oder eben Miro, schon eben aufgeführt. Zusammenfassend, wie schon angekündigt, eine kleine Checkliste. Also wichtig, vorher Technik im Vorwege checken, also Ton, Bild, Internetverbindung, die Tools vielleicht auch oder die Links zu den Veranstaltungen, Gesprächsregeln klären, Kamera an, Mikrofon aus und auch wichtig im zweiten Punkt die Ein- und Ausstiegsmethode,
Da meine ich, gab es heute auch schon Sessions zu Workhacks beispielsweise, also etwas auflockerndes Wählen. Also wir haben jetzt am Anfang diese Umfrage gemacht, das kann man noch deutlich persönlicher und interaktiver gestalten. Vielleicht, dass man etwas postet oder etwas zu sich erzählt. Aber das, ja, also wenn man sich öffnet und ins Gespräch geht und das vielleicht nicht ganz so fachlich ist, sondern eher was Privateres, es schafft halt Nähe tatsächlich in der Veranstaltung und schafft einen schönen Einstieg. Und wichtig ist auch bei letztendlich die Methodenvielfalt, also welche Methoden ich wie in das Meeting einbette, so passend zum Ziel natürlich. Ne? Und, das ist auch ganz wichtig, bei einer halben Stunde vielleicht nicht so praktisch, aber auch Pausen einzuplanen und die Teilnehmer aktiv einzubinden. Also das können sein, dass man Fragerunden macht oder Breakout-Sessions, wie das in Zoom oder auch in Teams funktioniert oder bei einer längeren Veranstaltung, dass man vielleicht nach einer Stunde oder zwei Stunden eine Pause einbindet. Und in der Pause gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die nutzt. Klar kann man einfach die Kamera ausschalten, aber es wäre auch denkbar, dass man in der Zeit vielleicht eine Folie hat mit einem Video, passend zur Veranstaltung, Stimmen, die aufgenommen wurden zur Veranstaltung, oder vielleicht ein Slogan, der passend zur Firma ist, oder vielleicht auch ein Video mit Ton, wenn es technisch gegeben ist, einzubinden, um diese Pause vielleicht ein bisschen netter als einfach nur mit einem schwarzen Bildschirm zu begleiten. Ich würde noch einmal kurz dazwischen funken. Die Jessica hat eine Frage in den Chat gestellt, und zwar: Habt ihr Tipps für virtuelle Team-Events? Jessica, ich weiß jetzt nicht, ob du informelle oder formelle Events meinst. Wenn du magst, komm auch sonst gerne mit in unsere Diskussionsrunde. Dann können wir dir sicherlich ein paar Tipps geben. Wenn du jetzt zum Beispiel virtuelle Team-Events in Form von Sommerfesten oder Weihnachtsfeiern meinst, da können wir auch aus Erfahrung sprechen. Unsere Weihnachtsfeier haben wir auch, wie viele andere wahrscheinlich, auch virtuell verbracht. Wir hatten einen Künstler zu Gast, einen Singer und Songwriter, der uns, während wir alle zu Hause parallel unsere Knödel am Herd gekocht haben, die wurden uns geliefert, hat der Sänger uns begleitet, auch später noch beim Essen mit Weinchen. Wir hatten ein, zwei kleine Teamaktionen, die wir geplant haben. Aufgrund der Größe des Teams haben wir dann zwischendurch auch unsere kleine Breakout-Rooms gewechselt, dass man sich in der kleinen Runde nochmal austauschen kann. Und so ein Unterhaltungs-App zum Beispiel war total nett, weil wirklich jeder auch nochmal irgendwie ein bisschen in diese Weihnachtsstimmung gekommen ist. Das war ganz angenehm und dann auch einfach nochmal diese persönlicheren Gespräche zu fördern. Und da waren auch solche kleineren Runden ganz angenehm. Aber ihr kennt es sicherlich auch, ne? Also man kann sich schwer überlappen mit den Tonspuren. Das heißt, man wartet vielleicht, bis jemand ausgesprochen hat, und dann entsteht eine komische kurze Stille. Die würde in Präsenz vielleicht gar nicht mal so da sein, wie sie im virtuellen Raum da ist. Und da war es schön, auch sozusagen in kleineren Räumen zu sprechen. Also das auch als Empfehlung mit auf den Weg geben, guckt, dass man sozusagen auch in solchen virtuellen internen Events die Persönlichkeit schaffen kann, indem man zum Beispiel kleinere Gruppen dann auch vielleicht zwischendurch sogar mal tauscht. Hat dir ja das schon weitergeholfen, Jessica, oder brauchst du noch ein, zwei Tipps? Du kannst dich sonst aber auch jederzeit gerne melden. Cool, danke dir. Also wir planen auch gerade unsere Sommerfeier. Das ist allerdings noch eine Überraschung, soweit ich weiß. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber der Hinweis mehr oder weniger ist, sozusagen auch zu gucken, was kann man vor Ort machen, was kann man wirklich analog bereitstellen, um das Ganze persönlicher zu machen und nicht komplett digital stattfinden zu lassen, und wie kann man auch sozusagen diesen Frontalunterricht oder dieses Frontale sozusagen ein bisschen unterbrechen, so wie das live auf einer Veranstaltung vor Ort letztendlich auch wäre, ne? Genau, es gibt jetzt auch mittlerweile, also es ist ja gerade so ein Trend, so Makramees zum Beispiel zu knüpfen und zu basteln. Und dass man im Vorwege sagt, wer möchte das mitmachen, und dann kriegt man kleine Päckchen nach Hause geschickt, wo man dann virtuell quasi die Anleitungen im Team bekommt und dann bastelt jeder zu Hause. Erik hat gerade noch einen tollen Tipp reingestellt. Virtuelle Bierverkostungen ist ein Riesen-Event für alle Teilnehmenden oder TeilnehmerInnen. Jeder bekommt vorab die Biersorten zugeschickt. Das läuft, glaube ich, nicht nur mit Bier. Ich weiß, das läuft sogar mit Gin. Also ich glaube, man kann da wirklich toll sozusagen dieses Haptische, dass jeder etwas zu Hause hat, womit er was verbinden kann, und das Virtuelle im Team super verbinden. Prima, mache ich weiter. Ne? Ist auch schon die letzte Folie. Also generell nochmal die Checkliste zu den Durchführungen. Alle abholen, Rahmen festlegen. Auch teilweise, wenn man nicht sieht, wenn etwas nicht passiert, beschreiben, was man tut.
auf die Situation einlassen und virtuelle Reaktion zeigen lassen, wenn das Tool es denn hergibt. Und natürlich auch bei den Veranstaltungen zu gucken, was erwarte ich vom Termin, wurden die Erwartungen erfüllt? Das kann man am Anfang fragen und am Ende fragen. Und vielleicht auch kleine Spiele machen mit der Kamera, mit dem Ein- und Ausschalten und dann Fragen stellen. Und wer dann Ja antwortet, hat die Kamera an. Wer sie nicht an hat, antwortet dann quasi mit Nein oder GIFs posten, um die aktuelle Stimmung abzufragen. Bei größeren Veranstaltungen, so wie hier, dann sozusagen die Fragen eher per Chat. Und vielleicht ist ein Abschied virtuell mit einem Applaus sozusagen möglich, ohne dass jeder reinspricht bei größeren Veranstaltungen. Jetzt haben wir noch eine Ausstiegsrunde, jetzt sind wir aber schon in der Zeit. Freya, magst du noch schnell? Warte, mein Bildschirm hapert leider gerade. Ich kann leider Geh mal zurück. Magst du übernehmen für die letzte Frage, bevor wir hier die letzte Sekunde verlieren? Ach so. Ja, also letztendlich ist die Umfrage mehr oder weniger, wie hat euch das Ganze gefallen? Also sonst sind eure Erwartungen getroffen worden? Könnt ihr ein bisschen was mitnehmen? Also wie ist eure Stimmung? Und am besten wäre es einfach, wenn ihr was schreibt zu eurer Stimmung, wie ihr jetzt aus diesem Termin rausgeht. Ich bin ja da. Emoji, wenn es geht, Smiley, fröhlich, Smiley, traurig, ein, zwei Impulse, einen guten Hashtag zum Beispiel, wenn ihr einen habt, der euch direkt zu den 30 Minuten einfällt. Das wäre super. Jetzt mussten wir zweimal improvisieren, ne? Einmal mit dem Ton und jetzt hat es mit der Umfrage am Ende auch nicht geklappt. Aber gut, das ist der digitale Stress, darauf muss man sich einlassen. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, das ist menschlich. Super. Cool. Ja, das war schon mal gut. Tschüss als vorher. Hey, genau das sollte es sein. Danke dir. Voice macht gute Laune, das ist cool. Das macht echt gute Laune, ja. Gute Tipps. Schön. Ja, super Impuls, das freut uns wirklich. Vielen Dank für euer super Feedback. Wenn es noch Fragen gibt, vernetzt euch auch gerne mit Jens oder mir im Nachhinein. Wir sind für Fragen jederzeit für euch da und freuen uns da auch weiterhin auf den Austausch. Ganz genau. Dann euch noch viel Spaß heute und viele Grüße, wo ihr auch seid. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Du bist ja noch da. Ja, ich warte noch sozusagen den letzten Feedbacks ab. Ich sehe, dass hier noch 25 Personen im Chat sind. Deswegen dachte ich, warte ich noch kurz. Da war ich ja unhöflich. Da können wir ja weitermachen einfach. Sprengen wir die nächsten Sessions. Wenn wir nicht rausgeschmissen werden, bleiben wir. Hallo Antonia, schön, dass du auch. Wir haben noch einen Vortrag im Gepäck, also wenn ihr wollt. Das ist nicht abgesprochen, ne? Genau, noch 20 Leute, gleich werden es wieder mehr. Ja, ja, schön. Oh, meine Güte, das war jetzt aber auch echt mit dem Ton. Ich habe das, erst ging das schon weg und dann dachte ich, okay, dann mache ich es übers Notebook, wie es normalerweise war, aber ging nicht. Ja, naja. Ich konnte dich leider auch nicht entmuten. Also jetzt zum Beispiel kann ich das Mikro für jeden muten bei dir, aber das ging eben gerade nicht. Ich konnte das auch nicht anklicken, bin dann in die Einstellung gegangen und wollte es ändern und dadurch hast du ja gesehen, bin ich eigentlich wieder rausgeflogen und dann hatte ich plötzlich eine Mischung mit den Geräten. Also es ist immer noch eine Mischung. Ich höre mich im Ohr und am Notebook. Ja, das zeigt auch irgendwie nochmal, ne, dass wir die beste Vorbereitung, also egal wie gut die Generalprobe läuft, das Beste ist im Live das nochmal zu testen. Ich hätte ja ganz gerne mein Handy auch noch gezeigt, aber gut, ist dann so, ne? Ja. Beim nächsten Mal. Wir sind immer noch 20 Teilnehmer. Ja. Ich glaube, es wird noch was erwartet. Ja. Antonia, wir holen dich noch mit rein, dann können wir noch einen Workhack zeigen. Jetzt werden es langsam wenig.
Oh ja, kannst du das anfragen, Antonia? Über den Moderation Panel müsstest du theoretisch ja noch mit reinkommen können, richtig? Achso, als Ankündigung jederzeit, es können meine Kinder kommen, ne? Da muss ich tatsächlich runter. Okay, ja, meine Kinder. Jetzt muss ich aber mal gucken, nicht, dass sie. Oh, hat sie schon angerufen? Nee. Ja, guck, da ist Antonia. Hey! Warte mal. Sehr schön, dass du da bist. Tolles Feedback hier auch und gute Idee. Wir hatten ja sogar noch Schokoladentasting als Option für ein Team-Event. Super Idee, gerade wenn vielleicht Alkohol nicht so beliebt ist im Team und Kollegium, finde ich Schokoladentasting total toll. Ich glaube, da gewinnt man viele Stimmen mit. Finde ich super. Sehr gut. Aber es war echt schön. Das freut mich. Ja, das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass du dazukommst, Antonia. Ich habe mir gedacht, ich setze mich mal dazu. Mal gucken, was ihr da so macht. Aber ich bin beruhigt, alles gut gelaufen. Ja, das ist gut. Ja. Genau, wir haben noch 17 Teilnehmende. Also wenn ihr noch Fragen habt und noch in diesem Raum seid, jederzeit gern. Wir bleiben jetzt noch 2-3 Minütchen drin. Wenn es noch Fragen gibt, jederzeit immer gern. Und sonst auch über LinkedIn im Nachhinein. Ganz erstaunt, dass meine Katze das 30 Minuten ausgehalten hat, nicht ihren Schwanz in die Kamera zu halten. Ja, und Inke sagte, sie ruft 14:30 an, dass ich den Kindern helfe beim Hochtragen oder ihr helfe. Aber hat sie bisher noch nicht. Ja. Aber das mit dem Ton, also ärgert mich schon noch ein bisschen. Und das ist ja auch aufgezeichnet. Ja, der hätte den Vorführeffekt. Sehr gut. Bei mir steht das Bild, aber es hat ja noch super geklappt. Die Teilnehmerinnen kennen das wahrscheinlich auch schon, die meisten waren bestimmt schon in ein, zwei anderen Sessions, wo auch nicht immer alles reibungslos lief. Eben, und es geht ja auch immer darum, wie man damit umgeht am Ende. Ja. Charmant mit Puschis und gestreiften Socken, so gehen wir damit um. Ja. So, wir sind nur noch 12 Teilnehmende. Wahrscheinlich können wir so langsam die Runde schließen, würde ich vermuten. Außer ihr möchtet noch was teilen. Ich bin wunschlos glücklich. Dann 3, 2, 1. Vielen Dank nochmal und tschüss und bis bald. Ne? Danke.